Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 5 Lost on Mars. Ja, wir begeben uns jetzt zu dieser Antenne hier mit unserem guten Freund Probot. Und in der letzten Folge haben wir am Ende eine Königin getötet. Ja, hallo. Da kommen wir direkt ein bisschen hoch. Ich merke schon, die haben gehört, dass wir die Königin getötet haben. So, ihr kleinen Plagegeister. Lasst mich mal bitte in Ruhe. So, wir laufen hier etwas mehr bei den Felsen. Dann sollten eigentlich keine Aliens kommen. Oder nicht viele zumindest. Körperteile aus der Wüste. Okay. Das machen wir. Eins meiner Teile ist hier, Mann. Okay, diese Dinger haben die ganzen Teile von ihm. Wie es scheint. Wir müssen erstmal weiter nach oben. Von dort oben aus können wir besser schießen. So. Wir besteigen erstmal hier diesen großen Turm. So, mein Lieber. Warum gehst du nicht drauf? Okay, so geht er schon eher drauf. Zweiter. Ach, nur einer hat von denen das Teil. Okay. Ich dachte, alle haben einen Teil. Okay. So, das nehmen wir mal hier noch ganz schnell mit. So. Der Rote dort, der könnte das haben. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil der sieht anders aus als die anderen. Und damit habe ich auch recht. Bleib stehen! Warte auf mich, bitte! Ich liebe dich! Sehr gut. Da haben wir es auch geschafft. Körperteil aus der Wüste abgeschlossen. Sehr gut. Ich hab ein Bein! Das linke! Nein, 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 es ist das rechte! Okay, cool. Gut. Pass nur auf, dass es nicht mein Penis ist, Mann! Der ist ungefähr genauso groß! Ja, Jörg. Und falls ja, dann bin ich neidisch. So. Gib mir mal mein Geld, was hier runterrollt. Erstmal hier alle Gegner wegmachen. Ja, ich glaube aber hier kommen gerade immer wieder neue. So scheint es zumindest. Wir sammeln erstmal hier das Geld. So, lebe wohl. So, gib her. Gut, das hätten wir. Wow, ja, und der hätte uns damit schon mal auch mal geschafft. Raus, zeigt euch. Wir müssen weiter nach oben. Aber so schnell wie möglich. Na los, Nick! So, hier hoch. Jetzt halt hier hoch. Halt dich von den Brutzeldingern fern, Mann! Warte, bis die Stromspulen verschwinden! Pass auf, die Dinger fallen gleich auseinander! Nicholas, ich habe mich entschieden! Ich will der Patenonkel deines Kindes sein! Danke, Herc. Dir ist schon klar, dass wir dich nicht gefragt haben, oder?
Ich weiß. Ich dachte nur, dass diese Sache unsere lange Freundschaft noch mehr gefestigt hat. Ich weiß nicht. Ich habe mehr Verantwortung und... Und wir haben schon... Wer bitte ist verantwortungsbewusster als ich? Ha? Frag schon, wer? Dein Ernst, Mann? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Du hast meine Wagen gesehen. Sie sehen wie verdammte Weihnachtsschinken aus. Ich bin ein sehr mächtiger Mann. Und das macht mich ziemlich verantwortungsbewusst, Niklas. Ich glaube, das hast du missverstanden. Komm schon, Mann. Ich sehe wie ein großer Teddybär aus. Alle Kinder lieben mich. Also schön. Gut, Kumpel. Ich denk drüber nach. Danke, Niklas. Ich verlange auch gar nicht mehr, als dass du meinen Vorschlag überdenkst. Okay. Also ich glaube... Wer da besser geeignet wäre, wäre unser Held aus der Hauptstory. Der ist bestimmt verantwortungsbewusster als Herc. So, auf nach oben. Sehr gut. Hier haben wir noch jede Menge Geld. Und noch ein Pflaster. Ein Pflaster ist immer gut. Ah, wir müssen noch eins weiter hoch, okay. So. Und da wären wir. Antenne C2 wiederhergestellt. Neue Energiezellen geortet. Weißt du, ich habe nachgedacht. Und da ist mir eine Idee gekommen. Wenn ich durch den Boden schauen könnte, Mann, hätten diese miesen Viecher keine Chance, dann würde ich einfach immer nur Whack-a-Mole mit diesen Hämmern hier spielen. Ich habe einen Vorschlag für Version 2.0, Anne. Das ist meine rückhaltloses Feedback, wenn du so willst, meine 2 Cent. Deine Roboter brauchen sowas wie X-Ray Vision, Night Vision, Super Vision, Television, schriftliche Division, Bodenvision, Pernevision, alles davon, Mann. Und nicht nur, um in den Boden sehen zu können, wenn ich mir recht überlege, auch was anderes. Ich sag jetzt nicht was, aber mach einfach, dass sie durch alles durchsehen können. Ja, Hörg, ich kann mir schon gut vorstellen, wo du durchsehen wirst. Nicht wahr? Du möchtest, dass die Kleidung von Frauen durchsehen. Richtig auch, Alter. Will ich auch gerne, Hörg. Nein, eigentlich nicht. So. Dann schauen wir mal, was gibt es denn jetzt für eine neue Waffe hier? Ein Satz heiße Ohren. Okay, ein Gewehr. Ein Gewehr wäre nicht so verkehrt. Was gibt es denn noch? Das haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Dann holen wir uns hier das Gewehr. Los. Ein Satz heiße Ohren! Gut. Sieht doch gut aus schon mal, was wir jetzt hier haben an Waffen. So. Oh, hallo. Och nein, ihr Heinis schon wieder. Ah, noch die starke Panzerwaffen. Wahrscheinlich sieht man aber auch überall, oder? So, lasst uns mal schnell von hier verschwinden. Oh. Ja, wenn das so schnell gehen würde. Davor erstmal kurz auf Karte schauen. Was haben wir hier oben? Klatschnixen. Energiezelle. Dann lasst uns mal hier hoch. Dann machen wir kurz so drauf. Und wir wissen alle, was bedeutet, wenn wir eine Energiezelle sehen. Eine neue Königin wieder mal.
wie ich diese Königinnen hasse. Also das sind wirklich so meine Hassgegner am DLC. Weil die halt einfach nicht umkippen so gut. So, da oben geht es rein. Wir nähern uns dem Kälberforschungszentrum. Anna forscht Kühe? Sie entsprechen für dem idealen Erdling. Das sind wir, Anne. Menschen. Das ist schwer zu sagen. Meine Forschung ist noch unvollständig. Nein, ich meine, das musst du nicht erforschen. Ich sag's dir. Meinung zur Kenntnis genommen. Nein, nein, das ist keine Meinung. Mann, lass gut sein. Warum muss immer irgendwer meckern, wenn ich versuche, Leuten was zu erklären, Mann? Weil du es nicht erklären kannst, richtig, Herok. Du solltest akzeptieren, dass du etwas dumm bist. Scheiße, Mann! Was ist das denn bitte? Wo sind wir denn jetzt? Da drin ist ein Yeti? Verdammt, Mann! Warum hast nur du den ganzen Spaß? Mein ganzes Leben lang wollte ich einen Yeti treffen! Tu mir mal einen Gefallen! Frag ihn mal, ob er gern feiert. Ich hab da so ein Gefühl. Aber frag ihn, ich brauche die Bestätigung. Hier drin sind ja wirklich Kühe. Oh Mann, streichel sie für mich. Okay, der Yeti ist aus Far Cry 4. Das ist ja cool, dass man den hier sehen kann. Das finde ich wirklich richtig cool. So, was haben wir denn hier? Okay, jetzt geht es wieder woanders hin. Wo bin ich jetzt? Betreten das Testgelände Planet Erde. Wow, mein Gott! Ich bin hier in einer Art Simulation. Sieht wie ein Filmset von zu Hause aus oder sowas. Hier werden meine Roboter getestet, sodass sie die menschliche Rasse optimal beschützen können. Wie lange hat Anne uns denn schon studiert? Okay, das ist ja echt cool. Das Gebiet hier gefällt mir echt gut, ey. Aber die Königin gefällt mir nicht gut. So, gibt es was, wo wir hoch können? So, das Dach. So. Jetzt immer schön das Feuer auf die konzentrieren. Sie hat mich getroffen, mein Gravitationsgürtel klemmt. Ein Viertel haben wir fast. Deckung. Schön erstmal regenerieren hier. Okay, wir müssen erstmal die Freunde von der Königin wegmachen. Die sind nämlich sonst hier ein ernstes Problem. What? Das war ein Treffer. Okay. Dass die jetzt so schnell mich wegmachen, hätte ich wirklich auch nicht erwartet. Also ich dachte, ich halte wenigstens noch 2, 3, 4 Treffer aus. Okay. Ja, also da müssen wir aufpassen, wenn die Dinger schießen auf uns. So. Dann müssen wir es nochmal probieren. Betreten das Testgelände Planet Erde. Vernichte die Königin. Verriegelt,
Halt, Moment mal, so das Benzin. Da müssten wir die Königin mal hinlocken. Wenn die halt mit mir mitkommen würde. Und wenn die es nicht vorher hochjagen. Deckung, Deckung, Deckung. Wenn es halt hier wenigstens gute Deckung gäbe. Aua, scheiß Kuh. Da unten ist die Königin. Wow! Au. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich ganz und gar nicht gerechnet. Oh mein Gott. Wieso kann ich das denn plötzlich? Ja, nehmt eine Granate. Warum kann ich denn plötzlich springen? Oh. Wo ist die Alte? Da vorne. Es wäre halt mal gut, wenn die hier mit dem Benzin gelaufen kommen würde. Komm zu meinem Benzin. Dann könnten wir eine kleine Benzinparty machen. So, Süße. Ja. Sehr gut. Wir haben sie reingekriegt. In die schöne Explosion. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ja keinen Fehler machen. Gibt es hier noch mehr Benzin zufällig? Wir schauen uns kurz hier um. Okay, wir müssen erstmal Arachniden wieder töten. Dann kommt erst die Königin wieder. Vorne ist die. Wow! Holy moly! Wir sind vergiftet. Das Gift muss schnell aufhören hier. Kann das sein, dass es die Kirche von Joseph? Ich könnte es mir irgendwie ganz gut vorstellen. Bloß leicht verändert. Jawohl, wir haben sie fast. Na los, Baby. Bereite deinen Untergang. Gut. Jetzt müssen wir nur auf das Terminal hochfahren. Das haben wir zumindest geschafft. Halt, hier können wir noch was plündern.
So. Türverriegelung zum Terminalraum entsperrt. Ihr könnt eintreten. Gut. Das haben wir auch geschafft. Kälberforschungszentrum hergestellt. Gut gemacht, Bro! Ich kann da ja nicht reinsehen, aber es klingt so, als hättest du ganze Arbeit geleistet. Hühnerfrikassee. Hast du da gerade Hühnchengranate? Hühnchengranate. Diese Granate ruft ein explodierendes Hühnchen herbei. Wie gesagt! Ja, Mann. Wann wolltest du nicht schon mal ein Hühnchen und eine Granate kombinieren und dir die Folgen von so etwas magischem ansehen? Die Antwort ist nie, Nick. Noch nie. Kranke Scheiße. Aber so eine Granate will ich benutzen. So eine will ich auf jeden Fall mal benutzen. So, haben wir schon einen dabei? Ja, hier, Hühnerfrikassee. Lass uns gehen, Mann. Ich find's hier echt unheimlich. So. Hörg ist dort vorn. Nein, der Yeti. Aber ich habe Bigfoot und die Hendersons viermal im Kino gesehen. Und alle Episoden an. Ich weiß echt, wovon ich rede, wenn es um Yetis geht. Alter, mach mal einen Punkt jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Siehst du das? Das sind Kühe. Kalbsteleportationsfehler 604. Zielkoordinaten unvollständig. Ach du meine Güte! Wenn die Peter das sehen würde, die wären dir ebenbürtig an. Das glaube ich kaum. Sehr gut. Kranke Scheiße. Was ist mit Arm Kuh passiert? So, gib mir mal euren Stuff bitte. Dankeschön. Wow. Noch einer. Ja, und da hinten kommt noch mal einer. Aber einer von der härteren Sorte. Holy moly. Okay, Leute. Da würde ich sagen, machen wir das eher so. In der nächsten Folge begeben wir uns dann zu der nächsten Energiezelle. Und mal sehen, was wir da dann Verrücktes sehen werden. Wem diese Folge gefallen hat, der kann sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Oder empfehlt mich weiter. Und ja, das war's. Haut rein und tschüss.